Heute befinde ich mich auf einer Baustelle eines Kumpels, der hier seine Wohnung renoviert. Da habe ich gefragt, ob ich für ihn die Elektrik machen würde. Habe ich auch gemacht, weil ich helfe gerne. Und wenn einer zu mir kommt, bin der Letzte, der Nein sagt. Ja, und heute steht die Unterverteilung an hier hinter mir, wo auch ein Zähler drin ist. Und die Elektrik habe ich sonst soweit fertig. Es müssen nur die Steckdosen gesetzt werden, wenn tapeziert ist hier. Und da hier heute keine Handwerker sind, heute ist Samstag, mache ich heute die Unterverteilung, weil dazu muss ich den Strom abstellen. Wenn ich jetzt hier den Strom abstelle, wenn Handwerker drin sind, dann machen die sowas mit mir. Wie gesagt, heute bin ich alleine hier und heute geht es hier zur Sache. Und ja, da würde ich euch gerne mal zeigen, wie sowas aussieht, wie sowas vonstatten geht. Also das ist die Unterverteilung, ist noch ein alter Schrank, hier ein Stahlschrank. Zähler sitzt auch noch in der Wohnung, soll normalerweise in den Keller, aber das ist hier noch in der Wohnung, das bleibt auch so. Da oben ist noch die Steckdose für Baustrom, da ist auch noch Dampf drauf hier. Die Nullleiter habe ich schon aufgeklemmt, da kann ich ruhig anfassen, da passiert nichts, obwohl da der Rückstrom fließt. Hier ist der PE-Leiter, der Schutzleiter, sind noch verbunden mit einer Brücke, das verschwindet nachher die Brücke. Da kommt stattdessen ein FI-Schalter rein, sodass das auch alles den Standard und den Vorschriften entspricht. Ja, wie gesagt, heute geht's los mit diesem Boost hier, der muss jetzt aufgelegt werden. Dazu kommen hier neue Automaten rein, das ist noch ein alter hier. Und das würde ich sagen, schauen wir uns mal an. Das Problem an der ganzen Sache, hier ist ein Dampf drauf. Man hört doch vielleicht das Radiobild noch. Und den nehmen wir jetzt erstmal runter. Das kann man gut sehen hier, 400 Volt Drehstrom zum Nullleiter 230 Volt, also alles im grünen Bereich. Jetzt muss ich den durchknippeln. Und schon haben wir keinen Strom mehr. Ja. Gut. Das ist Herd. So, einen noch. Und den FI-Schalter, der ist Vorschrift. Und zwar für die gesamte Wohnung. So. Gut. Jo, jetzt geht's ans Verdrahten. Zumindest mal Herd. Das ist der hier. Königreich für den Akkuschrauber, ehrlich. Okay. So.
war der Herd. Jetzt geht's weiter. Küche. Erst kommt Waschmaschine, Kühlschrank und Geschirrspüler. Schlafzimmer. Kühlschrank. Kühlschrank haben wir hier. Das ist Kühlschrank. Waschmaschine oder Geschirrspüler. Geschirrspüler, nehmen wir Geschirrspüler. Küche haben wir hier schon mal, Schlafzimmer, Flur, das ist so interessant hier noch, Waschmaschine, hier ist die Waschmaschine. So, die Automaten sind drin alle. Kabel sind aufgelegt, der Wust ist weg. Was hier unten rumhängt, das kommt nachher für die Flurbeleuchtung auf den Eltaco, auf den Stromstoßschalter. Auch der FI ist schon dran, aber die Zugangsverdrahtung fehlt noch. Hier sind auch schon die ersten drei Automaten eingespeist. Und damit das jetzt auch alle Automaten Strom kriegen und ich nicht 1000 Kabelbrücken setzen muss, setzen wir diese Schienen einfach hier unten rein. Und sollte vielleicht die Schrauben etwas aufdrehen. So, das ist eine Dreiphasenschiene hier. Die ist den Strom von hier auf alle Automaten verteilt. Akkuschrauber wäre Gold wert. Wichtig ist, dass die Schrauben alle fest sind, richtig fest. Sonst gibt es einen Lichtbogen und dann kann die Hütte abfackeln. Lichtbogen ist nichts anderes als ein Schweißbogen und beim Schweißen auch. Darum die Schraubverbindung lieber dreimal kontrollieren als einmal zu wenig. So, dann machen wir die Zählerverdrahtung. Dazu machen wir das hier auf. Das dürft ihr nicht, weil es normalerweise geplombt ist. Weil hier ist die Spannung wieder drauf. Wie man sieht, 400 Volt, nach hier 230, auch hier wieder 400, bei 63 Ampere. Das römert schon nicht schlecht, aber trotzdem muss ich da jetzt ran. Zack, da war ein Licht mehr, habt ihr gesehen. Da fehlt eine Schraube, auch nicht schlecht. Nummer 2 und den dritten.
hier einen Kurzschluss reinsetze, ist das ganze Haus dunkel. Das wollen wir vermeiden. So. So, das war das. So, aus Gründen des Berührungsschutzes mache ich das einfach wieder zu. Also lieber greife nochmal auf, wenn ich ran muss. So, dann kommen die hier unten wieder rein. Zähle Abgangsverdrahtung. So, das war das. Jetzt müssen wir das von da nach da anschließen. Jetzt geht es wieder auf Spannung. Also wenn ich jetzt umfalle hier, dann müsste ich den Krankenwagen rufen. Nach oben rein. So, das war der Erdungsschutzleiter. Auch PE-Leiter genannt. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt muss ich die da rauflegen und da ist Dampf drauf. Das heißt, sobald ich jetzt hier anstecke, ist auch gleich Strom auf der Anlage. Zweimal. Damit ihr auch seht, dass da wirklich Strom drauf ist. 400 Volt Drehstrom, 230 Volt Wechselstrom, 230 Volt Wechselstrom und nochmal 230 Volt Wechselstrom. 400, 400. Halt! Hier geblieben. So, dann können wir den ersten Test machen. Jetzt sollte der FB rausfliegen. Nicht? Da ist auch noch ein Fehler drin. Was?
Kannst du mal gucken, das ist richtig, der geht dran vorbei. Oh, wie ein Tuch da. Da muss ich nochmal Fehler zugeben. Das dauert ein bisschen. So, Fehler gefunden. Ich habe einen verkehrten Schalter gekauft. Der hat 0,3 Ampere. Ich brauche einen mit 0,03 Ampere. Deshalb funktioniert das nicht. Dann muss ich also da umtauschen, den nochmal ausbauen. Das mache ich aber nicht heute. Und ja, wieder mal gucken, was ich da gemacht habe. Das ist das, wo Spannung drauf ist. Dann geht das hier in den Zähler rein, über den Zähler, FI und dann nach oben über die Automaten. Herd, Kühlschrank. Kühlschrank deshalb sicher als einzelne, damit, wenn was passiert ist, der Kühlschrank nicht gleich abtaut, mit der weiterläuft. Waschmaschine, Geschirrspüler, Küche. So, jetzt muss ich selber mal gucken. Bad, Schlafzimmer. Wohnzimmer, Flur, Kinderzimmer. Also jeder Raum einzeln abgesichert. Ja, und wenn ich jetzt einschalte, sollte auch das Radio wieder funktionieren. Es funktioniert. Jetzt muss ich Dösel nur noch diesen Schalter da umtauschen. Das mache ich Montag. Und dann wird der Bus ausgetauscht. Das geht, ist eine Sache von 5 Minuten. Und dann haben wir es. So, jetzt mache ich hier noch eine Küche. Die Steckdosen rein. Dort ist die für den Kühlschrank. Da. Hier von einer Seite. Dunstabzugshaube. Irgendwo dahinter der Tapete sind auch die für Waschmaschine und Geschirrspüler. Und hier unten ist Herd. Die habe ich noch nicht, die lasse ich noch. Aber die mache ich alle rein hier heute. Herd. Ich mache es immer so, dass ich die Phase immer auf dem rechten Loch habe und links dann den Nullleiter. Dann ist es überall immer genau gleich. Phase ist das, wenn ihr den Phasenprüfer reinhaltet, wo es dann anfängt zu leuchten, dann in dem Schraubenzieher. Wenn der Maler dann hier gestrichen hat, noch bisher nicht gestrichen hier, dann kommt die Abdeckung hier drauf. So, jetzt schalten wir Strom ein. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können. Eins möchte ich nochmal sagen, auch wenn es diese Sachen im Baumarkt zu kaufen gibt, ihr dürft es nicht. Das dürfen nur Fachkräfte. Also egal, ob Automaten oder weiß der Henker was, Steckdosen, sowas ist nur, also nicht für euch gedacht, das ist nur für Fachkräfte. So, das war's schon wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können. Ich überlege gerade, den Kühlschrank könnte ich auch eigentlich an 4 Volt Drehstrom anschließen. Ne? Dann haben sie einen Schockfroster. Mehr Power. Gut, egal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.